Also, mein Name ist Cassidy Morgan. Ich bin der CEO von Interbrand hier in Zentral- und Osteuropa. Ich sehe die meisten Leute nicht, weil ich irgendwie ein grelles Licht gucke. Aber ich wollte Sie ganz, ganz herzlich zu diesem Abend begrüßen, zu den Best Global Brands 2013. Und vor allem, glaube ich, hier in einer Atmosphäre, die die meisten von uns wahrscheinlich nicht so kennen. Insofern jetzt auch schon mal großen Dank an Google, die noch nicht wertvollste Marke der Welt, dass sie das uns hier ermöglicht haben. Ich freue mich sehr, dass Sie alle gekommen sind. Ich glaube, wir haben ein spannendes Programm für Sie. Wir haben ein paar Vorträge, einen kurzen von mir, damit Sie auch wissen, worum geht es denn hier überhaupt. Und dann einen sehr interessanten Vortrag von einem Kollegen von Google, der YouTube leitet. Und dann zwei sehr interessante Panels. Für die Fußballfreunde unter Ihnen, glaube ich, werden Sie sehr viel Spaß haben. Ich glaube, alle anderen auch. Und dann ein weiteres Panel mit interessanten Persönlichkeiten, die Sie teilweise auch schon kennen. Insofern, ich bin eigentlich nur hier, um ein paar Worte zu sagen und ein bisschen das Thema vorzustellen. Ich glaube, Sie wissen alle, was passiert ist. Für uns vielleicht ein bisschen so wie Weihnachten. Best Global Brands ist für uns so einmal im Jahr sehr viel Stress in den letzten paar Wochen, das fertig zu kriegen. Vor allem haben wir heute schon sehr viele Anrufe gekriegt von Unternehmen, eigentlich immer die gleiche Frage. Warum bin ich nicht auf der Liste? Okay, das können wir auch beantworten. Warum bin ich nicht so schnell gewachsen? Oder warum bin ich abgestürzt? Oder warum ist mein Konkurrent schneller gewachsen als ich? Für die Auswertung der Zahlen können wir was. Für das, was dahinter passiert ist, können wir in den meisten Fällen nichts. Aber Sie alle haben diese Verantwortung. Und ich glaube, was sich hier getan hat bei Best Global Brands und auch vor allem in Deutschland, ist schon sehr, sehr positiv. Insofern will ich Sie einfach nur durch ein paar Zahlen durchführen, damit Sie sich orientieren können und ein paar einfach Gedanken, die vielleicht für Sie auch interessant sind. Und dann machen wir einfach weiter. Also, die News des Tages ist, ich glaube, das wissen Sie schon, dass Apple jetzt die wertvollste Marke ist. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf zurück. Worüber reden wir denn überhaupt? Ich glaube, was wir immer wieder versuchen, ist das Thema Marke auch inhaltlich nach vorne zu treiben. Es geht eben nicht irgendwie nur um Logo oder ein Design, sondern es ist aus unserer Sicht eben ein Business Asset. Also wir investieren in Marken, weil wir damit Geld verdienen wollen. Das ist ein ganz einfacher Grund. Das kann passieren dadurch, dass wir mehr verkaufen oder dass unsere Kosten niedriger sind, dass wir bessere Mitarbeiter finden, weil unsere Marke attraktiv ist, dass die Shareholder es wichtig finden und dadurch mehr in uns investieren. Aber das ist der Grund, warum wir es tun. Und das ist auch gut so. Weil, wenn wir es erfolgreich machen, dann kriegen wir das auch hin. Man muss natürlich vorsichtig sein, man muss es dementsprechend managen. Ich glaube, wir haben alle gesehen, was Barilla gemacht hat in den letzten, na gut, 48, 72 Stunden. Muss man nicht machen. Aber man kann auch davon lernen. Denn selbst wenn Sachen schief gehen, dann muss man damit auch umgehen können. Das gehört auch zum Markenmanagement. Aber es geht auch darum, um die Welt zu verändern. Also eine Welt ohne Marken können wir uns gar nicht vorstellen. Aber es geht auch darum, wie können wir unsere Marken so nutzen und so aufladen, um die Welt positiv zu verändern. Jede Marke in einer Art und Weise, die, wie gesagt, auch am besten für die Marke passt. Darauf komme ich ganz am Ende nochmal zurück, denn das ist auch ein wichtiger Punkt für uns bei Interbrand. Nicht nur des Geldverdienens her und die Marken zu steigern, sondern eben auch, um positiven Wandel voranzutreiben. Und dafür gibt es, glaube ich, nichts Besseres als eine Marke. Also, wie machen wir diesen ganzen Kram? Ich weiß, ein paar Finanzler unter Ihnen, bitte fragen Sie mich keine komplizierten Fragen, weiß ich eh nicht. Aber es geht um eine Financial Forecast, das heißt, wir machen eine ganz normale Financial Analysis, so wie das auch bekannt ist von den Analysts. Und dann gucken wir uns zwei andere Kompetenzen an. Wie wichtig ist die Marke in der Kaufentscheidung? Role of Brand. Das heißt, spielt die Marke eine Rolle, wenn ich ein Produkt kaufe, ja oder nein? Und wenn ja, wie viel? Überlegen Sie sich das einmal kurz selber. Wenn Sie die Antwort dafür wissen, gut. Wenn nicht, dann würde ich fragen, warum wissen Sie die Antwort zu dieser Frage nicht für Ihr Unternehmen? Und dann die zweite Frage ist, ist die Markenstärke, Brand Strength. Wie stark ist die Marke? Das heißt, wie sicher kann ich sein, dass der Kunde wiederkommt? Wenn wir bei Starbucks, weiß ich nicht, 4,75 € oder irgendwas ausgeben für ein Latte, Mochaccino, Tall, Grande, Soy, sehr komplizierten Namen, dann reden wir über Kaffee. Immer noch. Aber trotzdem steigert die Marke ja den Wert und die Kunden kommen wieder. Und das ist der Teil, der wichtig ist, um die auch die Zukunft der Marke zu sichern.
Daraus entsteht Brand Value. So, wenn wir uns dann die Top 100 Brands angucken, in Kleinformat, ich hoffe, die meisten von Ihnen haben es schon gesehen. Wenn Sie es nicht gesehen haben, Sie können es bei bestglobalbrands.com nachlesen. Ich glaube, das, was am interessantesten ist, ist, dass nach 13 Jahren Coca-Cola nicht mehr die Nummer 1 ist, sondern Apple und Google 1, 2 und Coca-Cola jetzt auf 3 ist. Nicht unbedingt überraschend, aber trotzdem schon eine relativ große Veränderung. Diese Liste ist nicht wichtig nur anhand der Zahlen, sondern vor allem auch hier in Deutschland glauben wir, dass diese Liste dazu beiträgt, das Thema Marke weiterhin als etwas ganz Wichtiges zu positionieren, auch in den Unternehmen drin. Sie können damit zu Ihrem CFO gehen oder CEO gehen und sagen, this is important. Und dafür sollten wir nicht nur Geld ausgeben, sondern auch Zeit aufwenden, darüber diskutieren, Entscheidungen treffen, die für die Marke gut sind, nicht nur für das Unternehmen, in besten Fällen für beides. Insofern, wenn Sie Fragen später haben, sehr gerne, es steckt viel Detail dahinter, der Report hat auch viele Profile über die einzelnen Marken, relativ viel Interessantes dabei. Aber viel wichtiger, das sind die Top 10. Natürlich geht es hier nicht nur um Apple und Google, sondern auch darum, dass wenn man sich überlegt, dass Coca-Cola auf so einem Level sich gehalten hat, obwohl das Produkt eigentlich nicht verändert worden ist, dann ist das auch ein Zeichen von wirklich großer Marketingkunst weltweit. Wir sehen auch, dass Coca-Cola sich weiterentwickelt, auch es löst, wie sie mit der Marke umgehen. Wir erleben das gerade in Deutschland mit den personalisierten Dosen und Flaschen, die es gibt. Aber wir sehen natürlich auch, dass Technologiemarken immer wichtiger werden. Auch Samsung ist eine Marke, die wahnsinnig schnell wächst und dadurch auch immer wichtiger wird. Das heißt, wenn wir uns auch diese Marken angucken, die Marken, die am schnellsten und am meisten gewachsen sind, dann sind das 4 aus den Top 5 sind Technology Brands. Aber es sind nicht nur Technology Brands, sondern es sind auch People Brands. Das heißt, es geht hier auch um Collaboration. Es geht Sachen damit, miteinander zu entwickeln. Nicht nur aus der Distanz heraus, sondern eben mit den Kunden zusammen. Die ganze Luxusgüterindustrie hat nach sehr vielen schweren Jahren auch sehr viel Wachstum gesehen. Und da ist Prada auf jeden Fall auch ein Beispiel, wie sie die Marke weiterhin konsistent und sehr erfolgreich weltweit geführt haben. Aber wenn es die Guten gibt, dann muss es auch die Schlechten geben. Ne? Es gibt die Aufsteiger und die Absteiger. Einige Marken, das ist das Timing natürlich nicht optimal. Wenn man sich überlegt, was gerade mit Nokia passiert ist. Die Analyse war Ende Juni abgeschlossen. Insofern wussten wir es noch nicht. Aber es hat natürlich, ist auch natürlich eine Bestätigung, dass das Unternehmen als solches in den nächsten Jahren nicht so existieren wird. Was Microsoft damit macht, müssen wir mal gucken. Aber wir sehen hier vor allem Marken, die es verpasst haben, auch in dem Wandel, der sich um uns immer wieder vorantreibt und die verschiedenen Themen, die aufgegriffen werden, es verpasst haben, sich dem anzugleichen. Und das ist eine Sache, wo ich auch sagen würde, das sind starke Marken, die sehr erfolgreich sind oder waren, die es aber nicht geschafft haben, auch erfolgreich zu bleiben. Und das ist der Unterschied. Groß aufzusteigen, das ist eine Sache, aber sich auch dort zu halten, ist nochmal eine ganz andere Kunst. Und es gibt aber auch neue Gesichter. Auch hier Marken, die sich weiterentwickelt haben, die global schon aufgestellt waren, die sich aber auch durch ihr Wachstum und durch ihr Marketing in den Vordergrund gestellt haben. Und auch sehr, sehr erfolgreich. Und wenn Sie sich die Marken angucken, dann ist da wahrscheinlich eine Marke bei, mindestens, wo Sie sagen würden, na, kein Wunder. Ob es die überhaupt noch irgendwann gibt, ist eine Frage mit BlackBerry. Ich habe ihn irgendwo abgelegt, den uralten. Und gut, Yahoo ist eine Frage, was sich dann in den nächsten Jahren tun wird. Es ist natürlich eine große Erfolgsgeschichte zurzeit, aber die Marke hängt wahrscheinlich noch, oder auf jeden Fall, noch dem eigentlichen wirtschaftlichen Erfolg hinterher. Gut, für Deutschland muss man sagen, eigentlich sehr erfolgreich. Die deutschen Marken sind nach den US-Marken die zweitgrößte Anzahl der Vertretungen da. Das heißt, wir haben 9 deutsche Marken im Ranking. Aus den amerikanischen Marken sind es 55, der Rest ist dann verteilt. Insofern sehr positiv. Ich komme auch gleich auf das Wachstum zurück der Marken, aber Sie sehen, sie sind alle gewachsen, sehr positiv. Vor allem im Bereich Automotive.
Jetzt kann man sagen, klar, Deutschland baut eben Autos. Ja, aber deutsche Automarken, denen ging es nicht immer so gut. Und eine Sache, auf die wir immer achten müssen, ist das, was wir in unseren eigenen Pressen lesen. Das heißt, was Sie zurzeit in Deutschland lesen, geht diesen Unternehmen nicht sehr gut, weil in Deutschland kauft ja eigentlich keiner mehr ein Auto. Na gut, aber das ist fast egal, würde ich sagen. Denn die Autos werden in Zukunft nicht in Deutschland verkauft, sondern die Autos werden in anderen Ländern verkauft. Das heißt, wir müssen auch, wenn wir an unseren eigenen Standorten arbeiten und unsere eigenen Marken managen, uns immer wieder bewusst sein, dass dort, wo die Marken eigentlich erlebt werden und verkauft werden, es wahrscheinlich nicht bei uns um die Ecke ist, sondern in den Emerging Markets, ob das Brasilien ist, ob das China ist, ob das Russia ist, ob das Indien ist. Und ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen. Porsche, ein super Beispiel, die es geschafft haben, auch global weiterhin erfolgreich zu sein und immerhin eine konsistente Marke aufzubauen. Jetzt kann man sich über die Autos streiten oder das Design, aber anscheinend gefällt es doch den meisten. Und vielleicht das ist die Zahl, auf die man auch noch mal achten sollte, dass der deutsche Durchschnitt des Wachstums dieses Jahr höher war als der globale Durchschnitt. Das heißt, irgendwas machen sie richtig. Und das ist doch schon mal eine gute Nachricht. Aber there's work to do. Ich wollte Ihnen jetzt einfach ein paar Impulse geben, einfach so wie wir auch darüber nachdenken und Themen und vielleicht auch ein paar Beispiele, damit Sie das einfach mal merken, okay, wie sieht es aus? Vielleicht das Erste ist, dass wir noch zu viele Unternehmen haben, wo die Marke so ein bisschen, ach ja, hat dann jemand mal mit dem Markenteam gesprochen? Da wird irgendeine Firma gekauft oder irgendein Teil der Firma abgestoßen und dann sagt man, ach ja, Marke, sollten wir auch mal dran denken. Anstatt dass die Marke wirklich ein wichtiger Teil der Unternehmensstrategie ist. Und da würde ich sagen, there's work to do. Dass es wirklich integriert wird, dass Entscheidungen getroffen werden zusammen. Wir haben dieses Beispiel gezeigt, weil wir wollten nicht ein digitales Beispiel zeigen. Das war die Aussagekraft vor mehreren Jahren jetzt. So hat man sich ausgedrückt, wenn man unzufrieden ist. Ich glaube, Sie wissen alle, wie das heute passiert. Da gibt es ganz intelligente Wörter für. Aber die Diskussionen, die da draußen stattfinden, in Anführungsstrichen, das sind gute Diskussionen. Von denen kann man lernen. Aber man kann nur lernen, wenn man auch zuhört, aber wenn man auch mitmacht. Nur zuhören ist wahrscheinlich nicht genug, denn die Leute wollen auch von Ihnen hören. Das heißt, nur warten geht wahrscheinlich nicht. Join the conversation. Das ist irgendwas. Das andere, an das wir immer wieder denken, das ist dieses Thema, wenn wir über Design reden und über den Ausdruck der Marke. Das kennen Sie alle, dann gibt es irgendwie Corporate Identity Manuals, die sind irgendwie 2000 Seiten lang, beschreiben alles, was man nicht machen darf. Und ein Beispiel hiervon. Und ich glaube, wir leben in einer Welt, wo wir nicht mehr der Türsteher sein dürfen, sondern wir sind vielmehr ein DJ, wo wir eigentlich eine Atmosphäre schaffen müssen für die Marke, die für den Kunden passt. Das Beispiel ist die Deutsche Telekom. Ich glaube, Sie würden alle sagen, so erleben Sie die Telekom wahrscheinlich nicht. Aber das ist auch Teil davon. Und die Telekom kriegt es eben hin, immer wieder die Marke auch einzusetzen in einer Art und Weise, wie es für die Zielgruppen passt. Wir müssen flexibler sein. Das heißt, wir denken einfach ganz simpel, dass wir eben bestimmte Sachen haben, die wir kontrollieren müssen und bestimmte Sachen, wo wir eben sagen müssen, das machen wir mit anderen zusammen. Und so muss sich auch unser Markenauftritt verändern. Wir müssen flexibler werden, offener werden, weil die Welt um uns so ist. Und deswegen müssen wir uns auch dementsprechend anpassen. Vielleicht ein weiterer Punkt ist, wir dürfen nicht vergessen, dass irgendwo hinter all diesen Marken und den Erlebnissen, die Sie auch kreieren, Leute sind. Und der Grund, warum wir diese Statistik, es gibt tausende Statistiken, können wir alle darüber diskutieren, ist der Punkt Indifference. Das sind Erlebnisse, die Kunden haben mit den Markenbotschaftern, wo, ja, es geht so. Kann ich Ihnen auch nicht weiterhelfen? Weiß ich nicht. Tut mir leid. Also Indifference, nicht schlechte Erfahrung. Und ich glaube, dass da der Hebel relativ groß ist, Veränderungen voranzutreiben. Aber da muss man eben auch Zeit und Geld investieren.
Das Thema Co-Creation haben wir schon angesprochen. Es gibt ein paar Beispiele, die sind einfach fantastisch. Was Lego gemacht hat, ist eine Marke. Es gibt wahrscheinlich Lego-Fans auch unter uns hier, nicht nur unseren Kindern, sondern auch unter uns. Muss sich jetzt keiner outen. Wo man eben sagen würde, dass die Marke es schon geschafft hat, eben auch zusammen mit den Zielgruppen und den verschiedensten Zielgruppen eine Welt zu schaffen, die eben ganz neu ist. Und das Thema Sharing, über das reden wir natürlich alle sehr viel, eben auch wirklich erlebbar macht. In einer Art und Weise, die frisch und neu ist. Oder Sie gehen zu My Starbucks Ideas und können dann Ideen vortragen, die, da gehen wir zurück zum Thema, kommentieren, nicht unkommentiert dann irgendwo da draußen rumstehen, sondern die aktiv genutzt werden, um das Thema voranzutreiben. Also auch sehr, sehr positiv. Den letzten Punkt, auf den ich eingehen wollte, ist, dass wir in einer Welt leben, wo wir die Möglichkeit haben, mit Marken Positives zu erreichen. Aber dieses Thema Corporate Citizenship oder CSR ist sehr abgedroschen, weil wir es alle irgendwie machen müssen. Macht doch mal irgendwas CSR-mäßiges, damit wir irgendwas für die Presse haben. Das ist eigentlich sehr schade, denn es gibt viele gute Beispiele. Zwei davon sehen Sie hier, wo, wenn es integriert wird in wie das Unternehmen funktioniert oder was das Unternehmen macht, es sehr, sehr positiv sein kann. Wir haben mit diesen Beispielen überhaupt nichts zu tun, aber wir finden sie toll, weil sie einfach zur Marke passen, zu beiden Marken. Und das, was sehr Positives ist. Weil wir glauben im Endeffekt, you build value. Also, wenn man es gut macht, dann kriegt man es eben auch hin, ohne dass es jetzt irgendwie, ach, jetzt wieder irgendwie müssen wir wieder Geld ausgeben dafür. So, doing good can be good for business. So, das waren nur ein paar Worte von meiner Seite. Wir sind sehr stolz auf die Best Global Brands. Es macht jedes Jahr Spaß. Der Aufwand ist relativ groß. Ich würde Ihnen sagen, bestglobalbrands.com ist eine gute Ressource, nicht nur für die Profile und die Artikel, die da sind, sondern einfach, weil viele Informationen dort sind. Die Website ist sehr interaktiv, Sie können damit rumspielen, etc. Insofern macht es sehr viel Spaß. Ich glaube auch, dass Sie überrascht sein werden, wenn Sie ein bisschen sich reinlesen, die verschiedenen Ideen und Impulse, die Sie finden, die auch für Ihr Unternehmen oder Ihre Marke relevant sind. So. Das wäre es erstmal von meiner Seite.